Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zur nächsten Folge von GTA Online. Mein Name ist Dennis und ich begrüße euch zu diesem Video. Im letzten Video haben wir dieses Fahrzeug getunt. Falls du es nicht gesehen hast, ist in der Endcard verlinkt. Ihr kennt es. Und das ist die letzte Folge übrigens mit langen Haaren, ja, weil ich war zu diesem Zeitpunkt, wenn die Folge rauskommt, schon längst beim Friseur. Extra für euch, ihr kleinen Strichers. So Leute, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich sag schon mal vorab, danke für euren ganzen Support, Leute. Danke für die ganzen Däumchen auf dieses Video, für die ganzen Follows, für die Glocke, also für die Glockencrew. Ja, also für alle Männer. Glocke, Crew, weißt du wegen. ich wollte euch in diesem Video was Lustiges erzählen und was ausprobieren. Seht ihr diesen Mann da vorne, der im Casino mal alles hier öffnet, also uns die Türen eröffnet? Das Lustige ist, es gibt so viele lustige Videos inzwischen, wie der arme Kerl in einer Tour verarscht wird. Zum Beispiel gehen die Leute hin, die machen dann Kleinigkeiten mit dem. Ah, Mist! Ich hab's verkackt! Eigentlich ist es so, dass man... Ich hätte ihn eigentlich mit Molly in Brand setzen müssen. Oh, egal. Voll verkackt, Alter. Ey, da willst du cool sein und den Leuten was zeigen und du verkackst es einfach. Egal. Auf jeden Fall wollte ich in diesem Video mir mal ein paar Masken zulegen. Und es gibt neue Sachen, die man sich für sein Apartment kaufen kann. Ja, die wollte ich euch auch noch zeigen, die jetzt mit dem letzten Update am Donnerstag kamen. Und ja, dann checken wir das mal ab. Außerdem wollte ich einfach mal ein bisschen an den Spielautomaten gehen. Ich habe bis jetzt immer... Leute, habt ihr eigentlich, schreibt es mir mal in die Kommentare, schon mega Glück gehabt und voll die fette Knete hier rausgeholt? Also ich habe bis jetzt immer mega Pech gehabt. Ich habe immer verloren. Kriegst du nichts bei rum. Ja, nix. So, ich hole mir mal ganz kurz hier... So, pass auf. Und was ja, glaube ich, am beliebtesten ist, ist ja die Pferdewetten, ne? Da habe ich einmal gewonnen. Aber an diesen Slot-Machines hier, da kannst du vergessen. Vor allem, was viele mir gesagt haben, probier mal diese hier. Die sollen hier richtig die fette Knete bringen. Aber bei mir, null. Gewinnrate 98%. Ja, ja, genau, am Arsch. So, pass auf. Ich setze jetzt mal den Einsatz manchmal auf maximal, ja? So, pass auf. Ihr werdet sehen, ich schaff's nicht. Guck. Guck. Hat irgendeiner von euch schon mal 3 Diamanten gehabt? Och, nein. Ich habe so übelst Pech, was das betrifft, ne? Wie knapp bei Kasse. Oh mein Gott. Leute. Wir haben gewonnen. Wir haben 12.500 Jetons gewonnen. Jetzt bin ich drin. Komm. Ich sehe uns. Komm, spin. Was kriegt man denn, wenn man alle drei Jetons, alle drei Diamonds kriegt? Ach, ey. Das ist doch nicht wahr! Ist auch geil, erstmal mit Maximaleinsatz spielen, ne? Ey, das ist so knapp immer! Ich probier's doch einmal, versprochen. Ja, nein! Ach du Scheißspiel! Komm! Glocke! Ach, leck mich am Arsch! Ich will hier raus! Raus! Alles verloren! Du verlierst echt alles an diese Maschinen. Dreck! Hier! Spritz ich drauf. So. Wise City, Alter. Guck mal. Lol. Ich wollte. Ah ja, genau. Ich wollte wegen den neuen Items mal gucken. Weil, was ich noch gar nicht gemacht habe, Leute, mir Sachen in meine Bude gestellt, in mein Apartment. Und man kann sich ja tatsächlich so Skulpturen und so in die Wohnung stellen. Also ins Penthouse. Und ich habe gelesen, aber dass viele Leute geschrieben haben, sie haben noch nicht die Sachen bekommen, ne? Also das Penthouse mit Twitch Prime. I don't know. Ich will mir eine Maske kaufen. Darauf warte ich die ganze Zeit. Oberteile. Ne, Klamotten kann man sich ja auch nur mit Jetons kaufen, aber da habe ich mir ja schon Anzug gegönnt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den gar nicht anhab. So, guck mal hier. Masken. So, ich will eigentlich... Ah, nein, was?
Die gab es nur limitiert. Die sind weg, die ich haben wollte. Boah, was denn? Himbeer, eine Traube und eine Ananas. Ich finde eigentlich die Traubenmaske geiler. Können wir beide leisten. Aber krass, die sind dann auch limitiert. Die gibt es dann auch nur einmal pro Woche. Okay, das ist ein interessanter Fakt zu wissen. So. Oh. Der hat übelst Bock. Oh ne, Krawatten sind mir gerade egal. So, Elfriede, was hast du denn? So. Guck mal hier, das meine ich, das kann man sich kaufen. Boah, das ist nice. Aber guck mal, wie teuer das ist. Okay, was haben wir denn noch? Bodenwerke. What the f- Ey, Kunst ist so seltsam, ne? Ich sag's, das sieht aus wie aufgestapelte Scheiße. Komm mal, eine Eier. warte mal, Hä? Ein Mops! Ego. Donald Trump gefällt das. Mhm. Tischwerke. Oh, Lenkrad, geil. Okay, Wandwerke. Oder UFO. Okay. Find das hier geil. Warte mal. Oh, lol, es gibt voll viele. Holla. Ja, ich hänge mir gerne ein Bild vom Schlagring in meine Wohnung. Schatz, was soll das sein? Ja, ein Schlagring. Aus meiner Vergangenheit. Meiner vergangenen Tage. Ein Haley. Boah, das ist auch geil. Ey, das Bild hätte ich gerne im Real Life. Das hier. Guck mal, hier mit. Das ist echt nice. Das sind die ganzen GTA-Symbole. Komm, das kommen wir auch noch. Boah, ich habe gar keine Jetons gleich mehr. So, warte mal. Wenn ich jetzt bei mir ins Apartment gehe, steht die Scheiße dann da? Der Mann mit der Melone. Ananas. Ach, ist das bekloppt, ey. Ey, das ist einfach. Warte mal, was haben wir denn noch? Das ist so bekloppt, Alter. Ohne Witz. Ne, ist hier. Also ich kann euch echt nur einen Tipp geben, wenn ihr solche Leute seid, die alle sammeln, dann solltet ihr gucken, dass ihr ganz schnell euch wöchentlich einloggt. Jeden Donnerstag kommen die Updates, aber die findet ihr sowieso hier auf meinem YouTube-Kanal, die zeige ich euch ja. Penthouse, jetzt bin ich mal gespannt. Alter, stell mal vor, du läufst so in ein Casino mit so einer Maske rum. What the fuck? Hallo? So, wo steht denn jetzt dieser Hund? Ah ne, den muss ich selber einrichten, ne? Hier. Aha, Dekoration platzieren. So, machen wir mal Eingangshalle. Wer stellt sich denn sowas in die Bude? Ach, man hat auch manche Sachen kostenlos. Okay, lol, das habe ich halt noch gar nicht gesehen. Aber hier würde ich mir so ein schönes Bäumchen reinstellen. Hier, guck mal. Hier, sowas. So, dann haben wir Gästezimmer. Können wir ein paar Bilder reinhauen? Ja, nice, das ist geil. Ne, das würde ich gerne im Schlafzimmer haben. Warte mal. Geht das nicht? Ach, das ist ja scheiße. Lounge. Ah, warte mal. Gibt es nicht noch 100 Figuren, die man sammeln muss? Da war da auch irgendwas. Medienzimmer. Da kommt der Mops hin, ey. Büro. Spielkartensammlung. Ja, hauen wir rein. Spar. Hauen wir den Mops auch rein. Habe ich jetzt, warte mal, ist dann der andere Mops weg? Aber was mache ich denn jetzt mit dem... Hässlichen großen Hund. Lass mich in Ruhe. Was mache ich denn jetzt mit dem? Aber das ist cool, dass man das einrichten kann. Naja, Leute. War einfach mal so ein kleines Update-Video noch, wo ich euch die Maske gezeigt habe und Klamotten. Und ich habe ja eigentlich noch ein anderes Oberteil. Warte mal, ich habe mir ja extra so ein Outfit geholt. Guck mal hier. Oberteile. Sakkos, da müsste eigentlich... Wo ist denn das? Ich habe mir doch extra... das ist bestimmt bei... Outfits. Oh, hierzu haben wir übrigens eine Videoserie gemacht. Zwei Teile, wie ihr alle 100 alle 54 Karten kriegt, ne? Wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Warte mal, was nehmen wir denn jetzt Schönes? Oh Gott, wo ist denn das jetzt? Muss ich erstmal gucken, speichern? Nee, aber ich finde eigentlich das hier ganz geil. Weil das zeigt, ey, ich hab's gepackt, Alter. So, Leute, wir sehen uns dann wieder beim nächsten GTA Online Video. Das gibt's dann in Kürze. Und lasst gerne ein Follow da, lasst gerne die Glocke da, aktiviert sie. Und ich würde gerne, ich habe das schon im letzten Video gesagt, jeden Mittwoch einen wunderschönen Stream machen zu GTA Online mit euch gemeinsam, wo wir dann zusammen in einer Lobby gehen.
Ihr könnt einfach mal den Stream schauen, da werdet ihr dann sehen, wo ihr nachjoinen müsst. Und da würde ich mich drauf freuen, wenn ihr mit am Start seid. Außerdem empfehle ich euch jetzt in der Endcard den Z4-Vlog unbedingt reinziehen, weil das war super viel Arbeit und ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Den findet ihr am Schluss verlinkt. Also wenn ihr euch für reale Autos interessiert, guckt euch den unbedingt an. Und ich sag jetzt, gute Nacht, Leute, und immer schön die Finger über die Decke, ne? Nicht, dass da mal was der böse Junge macht.